So, hallo zusammen beim Metal Storm bzw. Modellbau-Noob. Das ist nun mein erstes selbstgedrehtes Video zu meinem ersten Modell. Es geht jetzt hier nicht um Perfektion, sondern einfach nur um das Doing, sprich, wie funktioniert es überhaupt mit der Technik, mit dem Video und so weiter. Deswegen habe ich mir ein recht einfaches ausgesucht, obwohl es Skill Level 3 ist. Es hat, soviel ich weiß, 24 Teile. Schauen wir mal rein. Eine Transall C160 in einem hups erschreckenden grünen Ton. Ist nicht so meine Welt, aber gut. Wir schauen mal, dass wir das dann auch auf Farbe bringen. Wie erwartet, angenehm wenig Teile. Das ist eh schon abgegangen. Flügel, wunderbar. Nett anzusehen. Nur das Grün ist sehr gewöhnungsbedürftig, jedenfalls für mich. Ja, was soll man noch groß sagen zu diesen Teilen? Ich kämpfe ja immer noch mit den Kameraeinstellungen. Ich hoffe, ihr seht etwas. Vielleicht haben wir nicht viel zu tun, denke ich mal. Jo, das wird recht gut funktionieren. Man könnte ja vielleicht auch fast sagen, der Zusammenbau wird wahrscheinlich auch fast ohne Bauanleitung gehen, weil die Teile sind doch sehr übersichtlich und selbsterklärend. Nur mache ich mir vielleicht Sorgen hier bei diesen Rädern, bei dem Laufwerk. Das wird bestimmt eingeschnitzt und gefeile. Werde ich wahrscheinlich aufnehmen. Schauen wir mal, inwieweit ich frei sprechen kann, wo ich auch noch meine Mühe habe. Und müssen wir mal abwarten, wie es läuft. Was mir negativ aufgefallen ist jetzt eben gerade, ist, wir haben gar keine Klarsichtteile. Hier vorne das Cockpit. Müssen wir wahrscheinlich. Schauen wir mal rein. Farblich gestalten. Weil dekeltechnisch haben sie sich versteckt. Hier wieder. Wie schaut es denn dekeltechnisch überhaupt aus? Hab's! In schwarz. Wunderbar. Schön. Und die anderen an der Seite, ich nenne sie mal Bullaugen wie beim Schiff. Heißt wahrscheinlich anders, auch in schwarz. Nice oder auch nicht. Schauen wir mal, ob wir es vielleicht nicht doch in Silber machen. Keine Ahnung. Man muss sich ja nicht an alles halten. Ist wie gesagt ein Testmodell. Ich erlaube mir da ein bisschen Freiheit. Stutzig macht man natürlich hier vorne steht. Zack. Bin jetzt schon bei der Farbe. Das ist ganz komisch, weil ich bin ganz hin und weg. Da steht ein deutsches Geschwader drin. Ich glaube LTG heißt Lufttransportgeschwader 63. Und dann haben wir hier so eine Art wie Tricolore. Und ich habe gesehen, wir haben hier noch ein französisches Gerät, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist eine C160, französische Ausführung. Ich kann kein Französisch, aber ich glaube es heißt Orléans Précis oder so. Und da hinten, Tricolore, weiß nicht, muss ich mal recherchieren, was dabei rauskommt. Nicht, dass Revell da einen Fehler gemacht hat. Auch Revell ist nicht fehlerlos, wir alle nicht. Wir sind alles nur Menschen. Müssen wir mal schauen. Okay. Bauanleitung, wo bist du? Höstel. So. Das wird wahrscheinlich jetzt noch nicht so klappen. Muss ich noch üben, das Zoomen in Bauanleitung rein. Müsste mal so zurechtkommen. Erschreckend ist natürlich wieder, erschreckende Anführungsstriche. Wir haben hier wieder einen ganzen Sack voller Farben, die wir zum Teil auch mischen müssen. Die Farbe A. 70% Bronzegrün und 30% Gelb, matt 15. Haha, okay.
Rose Mission angesagt und die Farbe G hellgrau, 76 matt mit 80% und 20% weiß matt, Nummer 5. Naja, wird spannend, das auch hinzukriegen. Okay, ich sehe dann noch beim Schritt 1. Also, mal hier so ein Pinsel, ich habe so viele davon. wir haben hier vorne unbenutzte Pinsel, weil ich fange erst an mit euch zusammen als, ja, noch nicht als Noob, aber als Beginner. Aber wahrscheinlich werde ich mir auf die Dauer noobig anstellen und dann schauen wir mal, wie das sich weiterentwickelt, ob es Fortschritte gibt oder nicht. Ja, jetzt wird die Stimme schon langsam weg, hin und weg und trocken. Ich glaube, ich muss mir doch mal was zu trinken stellen. Okay, also ich mache das nach Revell-Anweisung, denke ich mal, beim ersten Mal. Und werde hier natürlich ein Gewicht einkleben müssen, 5 Gramm. Habe ich mir natürlich jetzt kein Senkblei besorgt, aber ich nehme wahrscheinlich hier diese Modelliermasse. Vielleicht reicht die aus, muss ich testen, habe ich jetzt neu probiert. Ich habe aber von meiner Frau eine Waage bekommen, eine Briefwaage, und ich denke, die Gramm, und das werde ich hinkriegen. Schau mal, ob die Bolle vorne reinpasst. Mal allzu groß darf sie nicht werden. Aber die Modelliermasse macht jetzt auch nicht gerade den leichtesten Eindruck. Und Senkblei dafür zu kaufen, weiß nicht. Muss nicht sein, wenn ich es hinkriege, passt. Gut, das werde ich im ersten Schritt noch nicht lackieren. Weil ich will den ganzen Rumpf erstmal machen. Flügel kein Problem. Okay, dann bauen wir im Schritt 4 das komplette zusammen. Werde ich auch so machen. Und schauen wir weiter. 5. und 6. sind die Fahrwerksbereiche, ich weiß jetzt nicht, wie man das Ganze nennt, aber wahrscheinlich nicht. Muss es so aussehen. Ja, gut, die Räder und das Gedöns werde ich extra lackieren. Kommt zum Schluss angeklebt. Die ganzen Gehäuse drumherum machen wir dran, sofort. Genau, und die Gondeln für die Propellertriebwerke. Hoffentlich nennt man so, ich glaube schon. Werden wir wahrscheinlich explizit machen müssen, weil wir die Gondeln im Innenbereich wahrscheinlich extra bemalen müssen, weil ich denke mal, wenn wir es gleich dran kleben, kriegen wir Probleme mit dem Lackieren. Ich denke, die Gondeln werden exklusiv für sich gefertigt und dann auch bemalt. Also wenig Teile, aber man muss sich natürlich auch vorher überlegen, wie man es baut. Empfehle ich jeden, geht es einmal gedanklich 2-3 Mal durch, wie ihr es bauen könnt, sollt, würdet. Und schaut vor allen Dingen, ist mir oft passiert, bevor ich loslegen konnte, nicht nur das Technische abzuklären, sondern auch, habt ihr alle Farben? Und manchmal braucht ihr auch einen Bohrer. Und wenn man beginnt, wer hat schon einen Bohrer? Das war bei mir problematisch. Ich hatte schöne, wunderschöne Flugzeuge, hätte ich am liebsten angefangen, aber dann fehlte mir irgendwas. Eine Farbe, ein Bohrer, roter, ja, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Mittlerweile hier bei der Maschine habe ich alles zusammen. Bis auf die Farbe nicht noch mischen muss. Und wie man hier auch jetzt sieht bei der Lackierung. Ich habe mich natürlich für die deutsche Maschine entschieden. Nicht weil sie deutsch ist, sondern einfach weil sie die wunderschönen Diegels hinten am Heck hat. Da bin ich gespannt drauf, wie das wird. Ich habe mir auch aus anderen Videos gesehen, das Diegelsoft gekauft. Und schauen wir mal, ob ich das auch so hinkriege. Und dass das so schön und Bombe aussieht. Und man sieht auch hier bei der Lackierung der Maschine, man hat die Gondel-Innenteile explizit aufgeführt. Das sollte wahrscheinlich ein Hinweis sein, dass man es vielleicht extra machen sollte. Ich werde das auch so machen, wenn es daneben geht. Okay, ist mein erstes Modell, sollte nicht so schwierig sein. Es sollten auch Probleme auftauchen, denn wenn man nach 20, 30 Jahren wieder mal von vorne anfängt, klappt sicherlich nicht alles.
Das werde ja wohl selber auch so wissen und erlebt haben. Okay, das soll soweit gewesen sein. Dann sehen wir uns beim Bau wieder. Einen schönen Abend noch und bis dann.